Warum machen die jetzt so ein Kasperle-Theater draus? Warum sagt er nicht, pass auf, ich habe gerade diesen Iraki-Typen gefunden. Wir haben gemeinsam diesen Vampir getötet. Er ist auf unserer Seite, sonst hätte er mich schon lange erschossen. So, und die Sache wäre erledigt. Hi, hier ist Max und willkommen zurück zur fünften Folge von House of Ashes, dem neuesten heißen Scheiß aus der Dark Pictures Anthology. Wir sind tief unter der Erde. Wir spielen Salim und sind auf der Flucht vor verrückten, vampirartigen Dämonenwesen. Und gleichzeitig kämpfen wir hier gegen die Amerikaner, die wiederum gegen uns kämpfen. Aber ich glaube, das größere Problem sind derzeit die Vampire. Nick, 150 Fuß, 1957. Langsam müsste die Sonne auch untergehen, was problematisch ist. Der Mond kommt bestimmt bald raus. Ob es eine Sonnenfinsternis gibt? Gab es 2003 eine Sonnenfinsternis? Still here, Joey. Warte, nee, 1999 hatten wir, glaube ich, eine. Aber das ist ja auch nicht bei uns, sondern im Nahen Osten. Nick ist dieser, der Freund von der Rachel, oder? Ja. Joey war dann, aber der Nerd war doch tot, oder nicht? He died. Whatever's out there now, sure Shin and Joey. Well, in battle, these things. Was war mit dem passiert? What's that supposed to mean? You could have been mistaken. Wir hatten den. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. I know what I saw. My God. War der angeschossen worden? We've lost enough today. I'm sorry, sir. About Rachel. Aber es war nicht der, der sich in dem Stacheldraht verheddert hat. People called her the queen bitch. Not by me. I knew her better than that. Hallo? Hallo? Ja, bitte umdrehen. Corporal Gomez, this is Dropkick. Do you read me? Over. Dropkick. Mhm. How deep is that damn hole? Saw fissures like this back at the temple. Best guess is the quake's opened them up. Let's just keep going. Ja, wohin keep going? Wir können wieder zurückgehen. Aber ansonsten ist nichts mit keep going. Wir können zurückgehen. Oder hier lang. I don't need to tell you. Ja, könnte es sein, dass die Toten wieder auferstehen können durch diese Vampire? Oder dass die quasi transformiert werden, so Zombie-Style oder halt auch Vampir-Style, ne? Ist doch bei Vampiren so landläufig. Hier haben wir Zeug. Inspect. Ah ja, das ist wieder eine Vorahnung. Das ist der Iraki. Der Hip. Okay. Dem werden wir wahrscheinlich begegnen.
October 23rd, 1946. The catacombs beneath the temple are heaped with... unintelligible. Adina's reaction digs, killed thousands in the name of their gods, chance on the slaughter. Ist das dieser Darsam Sim Dingster? Okay. 7th of December, 1946. Our finds have been so spectacular, I couldn't resist breaking out with champagne. As I entered the survey tent to pour a glass for Mary, I realized something was awry. She'd found Bradshaw's crate of dynamite. I tried to calm her, but she worked up a full head of steam, sounding off about the risks of using explosives at a dig site. She was right, of course. I feel terrible for hiding it from her. Just then, Crow arrived and picked up the dynamite. When Mary ordered him to put it down, sprengen wir nicht einfach alles in die Luft? He looked her boldly in the eye and said they'd found something below. Was das eigentlich ganz cool ist, ja, mit dieser Vorgeschichte und der Vorvorgeschichte, ja, wenn sich so Geheimnisse über viele Jahrhunderte, Jahrtausende erstrecken. Das hat irgendwie was. She's close. This is so fucked up. Be quiet. We're walking into a trap. Ich gehe mal erst hier lang. Ah, fuck, ich hätte erst rechts lang. Das ist das, was ich meinte am Anfang. Cover me. Ich weiß nie, wo man zuerst hingehen soll, um nichts zu verpassen. Das ist ein Medikit. Bearing updated? Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie ein Medikit. Vielleicht ist es ein Medikit. Hm? Come on. Brauchen wir das später dann vielleicht noch. Hm? Oder kann ich nicht einfach gucken? Bearings, Air Support. Stimmt, diesen ultravioletten Scheiß haben wir auch noch nicht benutzt. Habe ich keinen. Ach, ist doch egal. Kein Inventar oder so. Ich kann mir so viel einfach nicht merken. You may not be alone. This is a perfect place for an ambush. Let's keep it slow and tight. No, double time. Joey needs us now. We gotta hurry. Joe, there you? Es ist nicht mehr Joey. Nein, wir warten, bis Joey herkommt. Nein, take it slow. Take it slow. Wenn Joey kommt und ins Licht geht und verbrennt, dann ist er einer von denen. Denn ich hab aufgepasst. Oh, oh, da kommt ja, der Iraki. Okay, das war der Colonel. Zum Glück. Und er hat auf mich geschossen. Ich musste irgendwas machen. Grenade! Fire in the hole! This is Mailman 3 to Mailman 2, 1 actual. Come in, Lieutenant, over. This is Mailman 3 to Mailman 2, 1 actual. Das dauert so lang! Mailman 2, 1 actual, das gibt's doch nicht. Ja. Mailman 3 to Dropkick. Colonel, are you there? Over. Oh oh, geh ins Licht, geh ins Licht. Geh ins Licht. Geh zurück. Ja, zurück geht leider nicht. Langsam, langsam. Ganz langsam. Aber hier unten ist scheiße, das Licht ist irgendwie fort. Und ich glaube, meine blöde Taschenlampe bringt's nicht.
Aber diese UV, genau, die UV-Lampe brauchen wir wahrscheinlich, weil die UV gestört sind da, diese Vampire. Wahrscheinlich. Das wäre zumindest eine gewisse Gemeinsamkeit, die UV-Licht mit Sonnenlicht hat. Oh, das sieht nach einem Abgrund aus und Abgründe sind scheiße. Aber sie versprechen... Ah, ist doch kein Abgrund. Ich dachte, ich könnte meine Bingo-Karte wieder rausholen. Das erste vernünftige Wort. They react to sound like bats. They hear you. Dann hör auf zu reden. Seen their weakness. They burn in sunlight. Like any living being, they can be killed. Stake through the heart. Bullets will only slow them down. Even a truck falling on them just makes them angry. We do this together. Okay. Aber gute Selbstbeherrschung. Ich hätte wahrscheinlich wie ein Wahnsinniger um mich geschossen. You move into a flanking position and get its attention. I will do the rest. Ja, komm. Der ist cool, der Typ. I'm ready. Let's do it. Hoffentlich verkacke ich es nicht. Sonst wäre das voll assi. Ja, du musst mir helfen, ganz dringend. Oh, aber eigentlich brauche ich es nur... Brauche ich dich nur als Ablenkungsmanöver, als Sündenbock? Ja, ja, ich mach voll den Lärm jetzt. Weil ich die Szene eigentlich ganz cool finde. Die hat irgendwas. Jetzt bloß nicht verkacken. Oh, geht es schnell. Sie erzeugen doch durch einfache Tricks irgendwie eine ganz gute Spannung. Ganz langsam, Freundchen. Ganz langsam. Hm. Huh? Was war denn das? Oh, das geht echt ziemlich schnell. Sollte ich es nur ablenken? Ich weiß nicht mehr. Ah, doch, guck mal. Ah! Hei, hei, hei. Das war nicht schlecht. I've seen ugly in my life. But never that ugly. What the fuck are we up against? Those things are everywhere. Never before have I ever seen anything so vicious. What do you think those things are? You know what? I don't know. I didn't think to ask. How about you? Do you believe in demons?
You'd ask me that before. Er ist der Exorzist. But now, in the Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on Title drop. Plagued by the demons of the underworld. I can't even begin to comprehend that. Like you, I also never believed. But look around you. Look where we are. Look. Ich bin gespannt, ob sie das noch mit diesen Chemikalien Silos, ob sie das Silo irgendwann doch noch finden. Und dass eigentlich wirklich nur Fledermäuse sind, die radioaktiven Stoffen ausgesetzt waren. So ein bisschen wie in The Host. Sergeant. Selimos, man. Lieutenant. Erachi Army. So. Wir sind jetzt quasi die vom Prolog. Wir haben zusammengearbeitet. Shukran, Yahui. Mailman 2 and actual to Mailman 3, how copy over? Hey, solid copy, LT. I see your light, keep moving forward. I'm just ahead, over. Du sag ihm vielleicht, dass du einen Iraki-Soldaten bei dir hast, sonst ballern die den gleich über den Haufen. Your friends better not do anything dumb. Listen, you gotta trust me. They won't. Sag's ihnen doch! Du hast sie doch am Kommen! Mach halt die Arme hoch. Na, was haben wir vorhin gesehen, dass da nichts passiert? Ne? Und leg vielleicht die Waffe auf den Boden. Drop your weapon now! Stop pointing your guns at me! Alright, everyone, take a fucking second! He's not hostile! I don't want to hurt you. Don't make a mistake, you're gonna regret, soldier. Put your gun down, now! No, you lower yours first. Drop your weapon or we will fire! Are you hearing me? Drop your weapon now! Das hätte so schnell. Da hinten stand der. Da hinten stand der Erzähler, oder? Okay, enough. There's no point in fighting. Not anymore. I ought to put one through your fucking skull. It won't change anything. I'd still be in this. So wollt ihr euch vielleicht diesen Vampir angucken, der da liegt? Könnt ihr euch das vielleicht einiges erklären? We're heading back to the temple. Tie him up. If he tries anything, put him down. Ah, Mann, jetzt. Die könnten das so schnell. Warum machen die jetzt so ein Kasperle-Theater draus? Warum sagt er nicht, pass auf? Ich habe gerade diesen Iraki-Typen gefunden. Wir haben gemeinsam diesen Vampir getötet. Er ist auf unserer Seite, sonst hätte er mich schon lange erschossen. So, und die Sache wäre erledigt. Hey, you two boys do this together? Of course we did. We fought it together and we won. Jason, we need to talk about this guy. Not now. This plan's a bust. Whatever the hell happened. Wir wollen nicht über den Vampir reden. Fuck knows how many of those things out there. Oh God. I say we pull back to the temple. Ist alles so, ja. I think that's alles schon tausendmal gesehen. Brauchen wir doch nicht zu diskutieren, ey. Ja, nehmt's einfach mit. Was für Pfeifen, ey. Jason, 144 Fuß. Nein, sind wir schon wieder im Thronsaal? Oh, wir sind schon wieder im Thronsaal. Aber das ist doch nicht Jason. Wie ist der Eric? Suit yourself. I want you to tell me everything you know about these creatures. Have you seen them before? Do you know where they came from? How many are there down here? Woher soll ich das wissen? I hope you are a believer, brother. When those things come back, you're going to need higher power to pray to. Da ist er, glaube ich, der Falsche. Jetzt pack doch mal dein UV-Ding aus. Immer nur spaßeshalber. Dass es gegen Sonnenlicht was hat, habt ihr ja eigentlich erfahren. My name is Lieutenant Colonel Eric King of the United States Air Force.
I'm a chief nuclear engineer of the Iraq Survey Group. Ich war Pionier des KLOs Überwachungssystems. Das habe ich ganz alleine gebastelt. I will now begin an autopsy of an unidentified life form. Das kann ich natürlich einfach so. Ja. Ist ja kein Problem. Warum genau haben wir das getan? Ach, sie haben die Zugänge verschüttet. Jetzt verstehe ich. Du hast halt auch alle aber daher gelockt, ne? Was mindestens auch gar nicht so clever ist, ne? Komm jetzt. Jetzt. Oh, nein, mach es nicht, weil du verkackst. Irgendwer stürzt nachher drüber, ich weiß es. Das ist so eine Ironie des Schicksals, Sache, die sie jetzt da machen. Schön. Ja. You know I always got your back, buddy. Come with me. Ja, doch. Das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen. Ich weiß, dass das schief geht. Am Ende kommt die Rachel wieder und latscht da voll durch und sprengt sich in die Luft. Irgendwas in der Art. Ist doch immer sowas. These relics are better off in the dust. What's your problem? These people didn't ask for this war. Why are you defending the enemy, Sergeant? You and me both know they're not all our enemies. Fuck, Jason. It's about the girl at the checkpoint. Shit, Nick. How many times? Oh, we thought the... she had a bomb. It was just a bag of groceries. We fucked up. Get you. Yeah. Get your shit together wäre aber auch nicht schlecht. Yes, as a matter of fact, it is. Ach was? Isn't it getting under yours? Mailman 21 Actual, this is Dropkick. Request update. Weil wir dürfen uns jetzt auch nicht verlieren in irgendwelchen Fehlern, die wir früher gemacht haben. Wir müssen ja jetzt erstmal da rauskommen und können später dann noch zum Therapeuten gehen, den uns keiner bezahlt. I hear you. Over now. Gott, der hat noch nicht mal angefangen mit seiner Autopsie. Das kann ja ewig dauern. Approximation, the creature is 8 feet tall, bipedal, winged. Wing webbing appears to be affixed to its forelimbs and to the digits of its hands. Epidermis looks to be smothered in some sort of excretion. Underneath it is diseased, almost. Du sollst kein Gedicht über das Kerl, über das Ding schreiben. Du sollst es obduzieren. Autopsieren? Kann man das sagen? Autopsieren. Obduzieren. Ja. Es erzeugt in mir ein Gefühl der Unruhe, die ganz tief aus dem Herzen kommt. Seine alles überragende Gestalt setzte sich schon in jenem Moment in meinen Gedanken fest, als ich es zum ersten Mal zu Gesicht bekam. Was genau macht ihr da jetzt eigentlich? Ihr latscht jetzt nur rum. Was ist euer Plan? Ihr wollt doch eigentlich raus. Oder sehe ich das falsch? Ich würde natürlich abwarten, bis Tag ist und hoffen, dass ich irgendwie im Licht stehen kann und dann versuchen zu warten, bis irgendjemand kommt und uns holt. Denn das hat doch jemand mitbekommen, oder? Dass hier Leute eingestürzt sind.
Fortify the Temple. Oh, jetzt sind wir hier. Cool. It's the closest I've been to hell. Ist das... Looks like he's been drained dry. It's gotta be one of those explorers. Ist das der Randolph vielleicht? Was sind wir hier? Aha. Ich habe jetzt nicht gesehen. Es war aber eine Frau, oder? Und war das... Das sah nicht aus wie unser Tripwire-Ding, sondern mehr wie... wie so Explosives. So C4 oder so. Oh, da unten sind ganz viele... Knochen. Nein, bringt nichts. Hier war doch noch irgendwo was. Mal hier. Inspect. Ist auch so ein Explorer. Oh, guck mal hier. What she do to deserve that? Killed by a stake through the heart. Aha! Pretty sure those creatures didn't do this. Who did? I don't know. Buffy? Ja. Okay. Should hold on to that. Ja, mach das. Nee, natürlich nimmst du das. Never know when you're gonna need a sharpened stake, right? Das deutet doch jetzt darauf hin, dass es tatsächlich so ist, dass, Menschen vielleicht irgendwann auch zu so einem Ding werden und dass man sie dann sicherheitshalber auch mit einem Pflock durchs Herz tötet? Wenn dem so wäre, dann wäre dieser Joey vielleicht tatsächlich noch ein Problem. Stank of death, littered with nothing common flies, crawl things down here for robbing them, hapless wanderers, no one wants to show, want to crow. Blowing a hole through the rock face, we found a gateway to a strange world. Die haben die überhaupt erst rausgeholt, oder? A phosphorescence emanated from beneath, casting its eldritch light over us. Oh, eldritch! Lady Bradshaw was insistent that we descend further. His eldritch light. Perhaps Mary is right, and Bradshaw is becoming reckless and uncontrollable. But I can't stop thinking about what's down there. Aber die machen jetzt nicht noch so eine Lovecraftian Sache draus, oder? Nee, eigentlich. What mysteries lie below, I wonder. Undisturbed by the world above. What's that? It says they found something weird down here. Ja gut, das. No shit. Ja, genau. No shit. Gut, ich glaube, wir haben hier alles gesehen. Dann können wir mal weiter. Was haben wir hier? Oh, das ist dieses. More crap. What'd you find? Nothing that's gonna get us out of here. Das ist dieses Ding, was der. Dieser. Gutier aus dem Prolog bei sich hatte. Mhm. Aber was ist das gewesen? Irgendwas Altes. Ne, wir schauen mal hier noch. Ich finde es schön, dass sie wenigstens anzeigen, wann die Szenen zu Ende sind, sodass man sicherheitshalber sich noch umsehen kann. Perfect. This looks like a good choke point. Any of those freaks coming up from below are sure to pass through here. Set some charges? Yeah. Yeah, rig these pillars for maximum coverage. More likely to see the trip wires, though. You think those things can tell a difference? We shouldn't underestimate them.
We mine the sides. We're more likely to catch him out. Smaller spread, but the explosives are better hidden. What do you think? Oh nein. Plant them. Ne. Side. Those things are devious fuckers. You're right. We plant the charges to the side of the hall. All right. They won't see this one coming. Ich meine, ja genau, das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Ich habe nämlich die Befürchtung, aber es kann jetzt so oder so gehen. Ich habe in der Vorahnung nicht drauf geachtet, ob das jetzt die Seite war oder nicht. Denn ich glaube, nachher kommt irgendwann Rachel zurück und die soll hier nicht voll in die... Should have given her a second warning. Fuck, man, I wish I hadn't asked. I'm through talking about this. Ich glaube, wir haben uns zu sehr, ich habe mich zu sehr in die Thematik vertieft. You know that checkpoint was a prime target for suicide bombers. We had to act in the moment. We had to make a call. It was the wrong call. Why is it that no one ever tells it straight? Everyone just makes up bullshit to get by. That's why we're in the sandbox in the first place, right? I just want the truth, Jason. Shooting that woman messed with my head. You seriously gonna tell me it didn't mess with yours, man? Ja, ich glaube, wir dürfen uns nicht verstreiten jetzt. If we make it out of here, we'll face up to that. If we die down here, maybe it's damit können wir leben. Wenn wir oben sind, kümmern wir uns um diese Problematik. Irgendwie. Aber jetzt lasst uns erstmal. You know, I was seeing Rachel. Are you serious? Been 3 weeks. It's Arne. Ich hoffe, das habe ich nicht falsch gemacht. Ich hasse es, wenn ich Sachen falsch mache. Deshalb bei so Spielen immer blöd, ne? Man trifft eine falsche Entscheidung und Stunden des Spiels sind für den Arsch quasi. Also, gerade wenn man was Bestimmtes erreichen will. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn man diese Vorahnungen nicht hätte. Das fände ich ganz cool. Ich glaube, das könnte jetzt Rachel sein. 30 Minuten reichen, glaube ich, auch mal wieder aus für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, würde ich mich mal einen Daumen nach oben bei deinen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von House of Ashes. Bye, bye.